Hallo, Servus, beim Monaco Deluxe, schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin in Venedig und besuche das Kempinski Hotel und natürlich auch die schöne Stadt Venedig. Also bleib dran, denn in diesem Video gibt es jede Menge zu sehen. Speedboot ging es für mich zum Hotel Kempinski, besser gesagt zur Insel. Ein ehemaliges Kloster wurde zum Luxushotel umgebaut und wenn ich Luxus sage, meine ich das auch wirklich. Traumhafte Kulisse, man könnte schon fast meinen, das wurde extra künstlich erschaffen, ist aber alles echt und in unserer Suite hatten wir richtig schön Platz. Hier seht ihr den Wohnbereich, das Wohnzimmer mit dem Durchgang zum Schlafzimmer, wo ein riesiges Bett darauf gewartet hat, einfach nur zu verweilen, zu träumen. Ein großer, begehbarer Kleiderschrank, naja, für den kurzen Aufenthalt von uns war er tatsächlich nicht überflüssig, aber das große Badezimmer, das haben wir genossen mit einer begehbaren Dusche, Badezimmer, alles was man braucht. Hier ein Blick auf die Insel mit einem Außenrestaurant, was natürlich bei dem Wetter etwas kalt war, deswegen nicht genutzt. Aber auch innen drin die Bar und die Lobby, ein Traum. Zum Frühstücken gab es alles, was man sich gewünscht hat. Aber nun gut, bei dem Preis von fast 50 Euro am Ende des Videos erkläre ich euch noch mehr. Da kommen meine ganzen Tipps. Erwarte ich sowas natürlich auch. Und es war alles da. Große Brotstation, viel Auswahl von warmen Speisen und natürlich, wie es für Italien üblich ist, viel süße Sachen. Mit dem hauseigenen Boot geht es dann direkt vom Hotel zum Markusplatz. Da ist ein eigener Anlegeplatz. Und wie ihr seht, wir haben Hochwassersaison und es war ein ganz besonderes Feeling. Markusplatz, Seufzerbrücke, ja, all das muss man gesehen haben und mit Hochwasser macht es noch viel mehr Spaß. Mit Live-Musik genießt man am Markusplatz natürlich auch den einen oder anderen Snack. Es ist auch ein Frühstück am Markusplatz, aber da war dann schon aus dem Markusplatz ein Pool geworden mit Front-Row-Blick. Es war mega lustig, Hochwasser-Season nicht verpassen. Auch unsere Insel hat etwas Hochwasser abbekommen, aber die sind da geübt, deswegen kein Problem. So, jetzt umgezogen geht es in das Fine Dining Restaurant, in das Aquarella hier im Kempinski Venedig. Ich bin sehr gespannt. Die Kritiken und auch alle anderen loben das Restaurant sehr. Also lassen wir uns einfach mal überraschen. Traumhaftes Essen natürlich im Aquarello Restaurant, das Fine Dining Restaurant vom Kempinski Hotel Venedig. Kleiner Bereich, sehr exklusiv. Auf jeden Fall reservieren ist angesagt und es lohnt sich. So, eine Reise geht zu Ende und es war schon ein ganz besonderer Aufenthalt. Für mich war es jetzt der dritte Aufenthalt in Venedig und es war was ganz Besonderes, denn das Kempinski Hotel ist nicht mitten in Venedig, sondern eine eigene Insel davor. Wunderbar, eine eigene Kapelle, wunderschöne Gartenanlagen. Leider Gottes hat es die letzten Tage fast nur geregnet oder gestürmt, deswegen habe ich so wenig Videos machen können. Aber es ist ein riesengroßer Pool dabei, ein Tennisplätze, es ist sogar ein Dreiloch-Golfanlage hier auf der privaten Insel vorhanden. Also der Hammer. Das Hotel selbst, wunderschön. Man merkt, dass das Haus nicht neu gebaut ist, sondern eben schön alt ist. Ich mag sowas ja sehr. Die Einrichtung dagegen sehr modern. Der Service war exzellent. Und was mir auch sehr, sehr gefallen hat, ist immer, wenn man jeden Tag mit dem Boot zum Markusplatz fährt. Das ist wirklich toll. Alle 30 Minuten geht ein hauseigenes Boot direkt zum Markusplatz. Und ich finde, es ist so schön, wenn man mit dem Boot dann dahin fährt, das vertieft das Ganze nochmal. Ich war jetzt schon öfters in Venedig und wenn man mal auf Venedig dann ist und man ist in der Stadt, dann ist es zwar alles schön, aber man vergisst oft auch dieses Besondere. Und hier fährt man tatsächlich mit dem Boot hin und mit dem Boot zurück. Das ist ausschließlich für Hotelgäste mit einem eigenen Anlegeplatz, auch am Markusplatz. Also sehr, sehr exklusiv und hat eben auch noch das Besondere, was Venedig ausmacht. Ja, zu Venedig selbst ist es, packt Geld ein. Wenn ihr wie zu Hause essen gehen wollt, was trinken wollt, braucht ihr pro Person ungefähr 100 Euro am Tag. Das solltet ihr euch sicherlich einplanen. Es ist alles ultra teuer. Kommen wir mal zu meinem Cola-Preisvergleich. Mit dem, finde ich, kann man es immer ganz gut sehen. Hier im Hotel kostet die 0,2 Cola schon 8 Euro, aber am Markusplatz kostet sie 11 Euro. Und wohlgemerkt muss man aufpassen, jedes Restaurant in Venedig rechnet nochmal zusätzlich ab. Also zum Beispiel das Café Florian, was ich wirklich empfehlen kann, eines der ältesten Cafés direkt am Markusplatz in Venedig, das
hat ein Skonto die Musiker, man zahlt 6 Euro pro Person für die Live-Musik. Andere Restaurants berechnen Coverpreise, also für Brot und Cresini und Besteck halt, pro Person 3 bis 6 Euro. Und andere verlangen Gedeck und Service, das heißt nochmal 12% Servicegebühr dazu. Andere verlangen nur Service, andere verlangen nur das Cover. Also sollte man sich ein bisschen informieren, das steht in der Regel immer in der Preis, in der Speisekarte unten die Preise sind es eigentlich immer erklärt. Wenn man sich unsicher ist, gerne nachfragen. Es ist halt einfach teuer, das sollte man wirklich bewusst sein. Ein Tipp habe ich noch, wenn ihr ein wenig was zum Trinken wollt. Es gibt direkt gegenüber vom Markusdom, wenn man durch die Arkaden durchgeht, einen Kiosk, da haben wir die günstigsten Getränke gefunden, nämlich einen halben Liter Wasser für 2 Euro und eine Dose Cola für 2,50 Euro. Billiger habe ich es nicht gesehen, das heißt, ich glaube, das ist schon tatsächlich in der Nähe das günstigste, was es gibt. Und es ist ganz einfach, man ist wirklich am Markusplatz, rechter Hand ist der Dom, linker Hand, es geht man durch die Arkaden durch, da ist bereits ein Kiosk, also in super zentraler Lage. Da könnt ihr richtig Geld sparen, wenn ihr euch schon einen Cappuccino am Markusplatz gönnt und der kostet richtig Geld. Also, das sollte man wissen. Das Hotel ist natürlich hier auch nicht günstig. Es ist Venedig, es ist alles ein bisschen teurer. Aber ich glaube, dass dieses Hotel definitiv für mich bessere Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Denn du kannst hier in den Pool springen, du kannst dich in die Sonne legen im Sommer, du kannst ein bisschen Golf, ein bisschen Tennis spielen und du bist trotzdem in 10 Minuten am Markusplatz und dein eigenes Boot vom Hotel haltet direkt am Markusplatz. Das finde ich super. Auch die Küche war super lecker, das Restaurant Aquarello, richtig geiles Essen, also hat mir echt Spaß gemacht. Der Service war unheimlich freundlich, zuvorkommen, ja, unsere Suite war ein Traum. Was ich auch noch toll fand, dass in der Minibar die Erstbestückung im Preis inkludiert war. Fand ich auch toll, ist ein schöner Service. Ja, vom Flughafen aus gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich entschieden dafür, direkt am Gate abgeholt zu werden, dann mit einem Fahrer zum Taxistand, also zum Wassertaxistand gebracht zu werden und dann mit dem Wassertaxi privat zum Hotel gebracht zu werden. Ich hatte jetzt keine Lust, eben über Venedig den Umweg zu machen. Und man kann natürlich auch vom Flughafen aus dann nach Venedig und vom Markusplatz aus mit dem kostenlosen Shuttle eben zum Hotel gebracht werden. Man sollte aber bedenken, man muss dann mit seinem Gepäck durch Venedig und in Venedig sind ganz viele Menschen. Das wollte ich nicht. Ich kenne das von früher, wenn ich in Hotels direkt in Venedig geschlafen habe und man ist dann eigentlich nur am Gucken, dass das Gepäck A auch bei einem bleibt und nicht plötzlich hinter einem weggezogen wird. Dann hat man die ganzen Stufen über die kleinen Brückchen. Das war mir einfach zu viel Aufwand. Der Transfer kostet aber 280 Euro One-Way. Das ist eine Hausnummer, aber das ist eine Sache, die muss jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Was man auch beachten sollte, oder vielleicht weiß man es ja auch, es ist natürlich jetzt im November Hochwassersaison in Venedig. Ich fand es mega cool, das mal mitzuerleben. Ich war jetzt mal im Sommer, ich war mal im Frühling, ich war auch mal zu Faschingszeiten hier. Ich finde es aber zu Hochwasserzeiten eigentlich am lustigsten, denn irgendwie ist das alles ein bisschen anders, es ist ein bisschen crazy. Markusplatz war tatsächlich dann ein Markussee, ungefähr so 3 Stufen hoch das Wasser, also bis über die Knie schon fast das Wasser gekommen. An einigen Stellen. Viele Wege wurden mit Stegen dann ergänzt von der Stadtebene. Es ist schon sehr cool, es ist lustig, aber natürlich das Schuhwerk sollte man beachten. Also man sollte vielleicht ein paar Gummistiefel einpacken. Die hatte ich vergessen, aber es wäre nicht Venedig, wenn nicht auch die Verkäufer vor Ort eine Lösung dafür hätten. Sie haben natürlich so Regenüberziehschuhe vor Ort im Verkauf für 10 Euro das Paar. Auch hier wieder ein bisschen mehr als woanders. Aber mein Gott, es ist Venedig, man sollte hier nicht auf den Preis schauen. Ja, wie schon erwähnt, das Café Florian kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe ja mich entschieden, einmal im Hotel zu frühstücken, um es auch euch zu zeigen, und einmal eben auch in Markusplatz, also in Venedig, zu frühstücken, mal was anderes. Beides hat so Vor- und Nachteile natürlich. Preislich sehr identisch. Natürlich hat man im Hotel mehr Auswahl, man kann sich öfters natürlich was nachschenken lassen. Dafür hat man natürlich am Markusplatz irgendwie das Ambiente. Also wenn ihr tatsächlich ein Hotel bucht, nehmt euch die Freiheit und sagt, okay gut, ich buche vielleicht ohne Frühstück.
ihr spart euch nicht wirklich was. Hier im Hotel kostet das Frühstück 48 Euro pro Person. Am Markusplatz haben wir das auch bezahlt. Also daher bleibt sich das relativ gleich. Man sollte aber daran bedenken, dass man kein Schnäppchen machen kann, um vielleicht in Venedig zu frühstücken, so à la Starbucks, mal ein Kaffee Latte und ein Sandwich to go. Das sind natürlich auch die Preise, die hier ordentlich mitgenommen werden. Also, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir wie immer einen Daumen hoch da, noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben, da habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Also einfach mal reinklicken. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.